Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Heute geht es bei uns um eine Technik, die den Job des Lkw-Fahrers leichter machen könnte. Den Yard Maneuvering Assist von Knorr Bremse. Dabei handelt es sich um ein System, das den Lkw ohne Zutun des Fahrers auf dem Gelände eines Logistikzentrums autonom bis an die Rampe steuern kann. Das soll vor allem Bagatellschäden vorbeugen und Zeitverluste, die durch eine fehlerhafte Rampenzuweisung entstehen können, verhindern. Und so funktioniert's. Hat der Lkw die Einfahrt erreicht, kann der Fahrer einfach aussteigen, sein Fahrzeug per App anmelden und Pause machen. Die Leitzentrale lockt den Lkw ein und weist ihm die richtige Rampe zu. Anschließend kann er diese GPS überwacht und mit Hilfe von Radar- und Ultraschallsensoren vollkommen autonom ansteuern und dort andocken. Ist die B- oder Entladung erledigt und sind die Hecktüren verschlossen, wird dies ebenfalls per App gemeldet. Die Leitzentrale schickt das Fahrzeug wieder zum Tor. Während der Fahrt scannen die Sensoren permanent die Fahrzeugumgebung. Taucht ein Hindernis auf, zum Beispiel ein anderes Fahrzeug, stoppt der Lkw und vermeidet so eine Kollision. Am Tor angekommen, kann der Fahrer wieder einsteigen und den Truck von der Leitstelle übernehmen. Fertig. Einzig die Vorstellung der Entwickler, der Fahrer könnte eine Pause nehmen, während das Fahrzeug autonom unterwegs ist, scheint ein wenig naiv. Oft genug müssen die Lkw-Fahrer noch die B- und Entladung übernehmen. Dennoch, der Yard Maneuvering Assist bleibt ein spannender Ansatz. Wir bleiben dran. Bis dann. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Timocom, der größten digitalen Transportplattform Europas.